Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Ich bin's wieder, euer Daniel25. Seid gegrüßt, ihr lieben Gartenschlingel, und heute wollte ich euch gerne nochmal einladen zu einem kleinen, bescheidenen Rundgang. Hier können wir eine Weintraube erkennen. Meine Weinpflanze, die ist hier eifrig am Austreiben und am Trauben bilden, wie ihr hier feststellen könnt. Ja, der eine oder andere Trieb reicht sogar in den Apfelbaum hinein. Und auch der ist voll mit Äpfeln. Ja. Heute hat es geregnet und ich nutze jede kleine Möglichkeit, um Regenwasser hier zu sammeln und aufzufangen. Mein Tabak war dieses Jahr nicht imstande, einen ordentlichen Ertrag zu erzielen, aber dafür blüht er jetzt und möchte sich dankbar für die Pflege zeigen mit einer Blüte. Und potenzielles Saatgut fürs nächste Jahr. Hier die Carolina Reaper Pflanzen sind schön am Blühen. Die Pasella Bayo Gemüsechili möchte ebenfalls blühen. Pasella Bayo Gemüsechili hat einen läppischen Schärfegrad von 1. Ist also auch für Leute geeignet zum rohen Verzehr, die nicht unbedingt so scharf essen. Die Erdmandel geht hier ab wie Schmidts Katze. Ja. Das ist also auch eine sehr, sehr dankbare Pflanze. Die Fräsie, die daneben gesetzt wurde, auch eine ganz dankbare Pflanze, scheint wohl jetzt die ersten Samen zu entwickeln. Hier die Joe's Long Cheyenne, auch die geht in Blüte. Die Monstera Deliciosa, die ich aus einem Steckling gezogen habe, beziehungsweise Schnittling. Ja, die ist auch wieder ausgetrieben. Hier sehen wir das erste junge Blatt. Die Kannenpflanze Nepenthes copelandi hat auch wieder eine neue Kanne entwickelt. Die Verdauungsflüssigkeit könnt ihr hier unten feststellen. Und auch hier wieder etwas für die Ingwerfreunde. Das abgeregnete Wasser, was ihr hier erkennen könnt, reicht mir leider nicht zu, beziehungsweise nicht auf Dauer. Ich wünsche mir mehr Regen. Also lieber Petrus, sorge dafür, dass diese Tonne dieses Jahr noch gefüllt wird. Die ins Freiland gesetzte Tomate der Sorte Old German fühlt sich wohl, macht einen vitalen Eindruck und erfreut sich bester Gesundheit, bis auf, dass ich mal wieder Ackerwind breit machen will. Der Kürbis der Sorte Jack O'Lantern tut sich wohlfühlen und wird größer und größer und größer. Zum Vergleich, ich halte mal meine Hand daneben. Und hier drin im Gewächshaus fühlt sich der Zucchini wohl.
Die Tomate, der Sorte Antogelb, hat hier unten auch schon wieder Früchte. Ja, hier können wir viele, viele große Tomaten sehen. Das ist der reinste Dschungel. Und auch hier ist wieder eine rote Tabasco.